Und herzlich willkommen zurück bei Tom Clancy's Division. Schön, dass ihr mit reinschaut. Entschuldigt bitte, dass die Folge heute etwas später kommt. Ich habe es nicht eher von der Arbeit geschafft, um dann diese heutige Folge aufzunehmen. Denn gestern ist ja die letzte Stream-Folge gelaufen. So, und wir hatten, glaube ich, gesagt, wir machen hier diese Mission, die ich angewählt habe, oder? Es wäre ein Haupteinsatz für die Siedlung. Die Siedlung... Nee, Quatsch. Doch, das ist die Siedlung und das hier ist ein Outcast. Also der Regierungsbunker. Ja, den machen wir jetzt. Da habe ich irgendwie Bock drauf. Genau. Machen wir das. Machen wir den Regierungsbunker. Da habe ich richtig Bock drauf. Schauen wir mal, wie es läuft. Ach, ich muss jetzt mal ankommen. So. So, aber die Folge kommt heute definitiv raus. Geiselnahme in der Nähe, jawohl. Aber nett für uns, vielleicht auf dem Weg, hä? Nehmen wir sie mit. So. Naja. So, die transportieren Güter, Ressourcen. Sehr schön. Zack. Oh, da drüben wäre wieder so. Nachschublieferung. So, ich muss erstmal ankommen, ey. Gerade frisch von der Arbeit. Und gleich hinsetzen, aufnehmen. Erstmal runterkommen, entspannen. Den Mittwochabend einfach ausklingen lassen und genießen. So, Evacuation Route Georgetown. So. Ah, 150 Meter noch. Dann sind wir da. Ich muss es wieder sagen, ich habe das glaube ich schon mal gesagt. Egal wie scheppig der LKW aussieht, Hauptsache die Felgen sind gereinigt. Da ist schon wieder irgendwo ein Helikopter, aber man sieht den nie. Habt ihr den schon mal gesehen, den Helikopter? Ja. So. Sehr gut. Brandmunition dabei. Hm. Da ist eine Kiste, ha? So. Da bin ich mal gespannt auf den Regierungsbunker. Hauptmission. Ich versuche mich jetzt mal ein bisschen mehr auf die Mission zu konzentrieren. Ah, das geht hier schon los. 25. Wir müssen herausfinden, was mit dem Reparaturteam passiert ist, das wir zum Shade-Knoten geschickt haben. Die Notunterkunft befindet sich unter Ihnen. Finden Sie einen Weg nach unten, aber seien Sie vorsichtig. Ah, ihr habt mir den Tipp gegeben. Aufs Geschütz umzustellen, gell? Weil die Rollminen nicht so effektiv sein. Herzfix. Na komm her. Zeig dich, Bub. So, da liegen sie. Was hast du hier? Das sind nichts. So. Aber schaut schon stylisch aus bei den Würfeln, oder? Erinnert so ein bisschen an Watch Dogs, oder? Übrigens ein Spiel, was ich zwar gespielt habe, aber nie durchgespielt habe, weil ich dann an einem Punkt angekommen bin, wo es mir dann persönlich keinen Spaß mehr gemacht hat. Mit dem Aiden Pierce, so hieß der, glaube ich, der Hauptcharakter.
So. Nee. Ah ja. Das haben sie schon cool inszeniert. Ja, Regierungsbunker irgendwo langlaufen. Da ist nix. War es ein bisschen zu schnell gedreht? Hoppala. So. Natürlich hält das Ding genau so an, wie wir laufen müssen. Oh, da komme ich gar nicht rüber. Oh, ich wollte mal da hinten schauen, ob da noch was wäre. Ist aber nichts. Da war nix. La 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 la. Oh. Okay. Ah, übrigens, ich habe gerade ein Grafikkarten-Update noch gehabt vom Treiber, Grafikkartentreiber. Ich hoffe, dass das Spiel nicht abbricht. Aber ihr habt ja auch geschrieben, dass ihr mit den ganzen Delta-3-Codes und also Abstürze auch immer recht zu tun habt. Jetzt geht's aber los hier. Der Scheinwerfer blendet ein bisschen, aber wir kriegen ihn. War gar nicht mal schlecht. Das war gut. Was sehe ich hier? Knieschoner. Nachladen nicht vergessen. So, da haben wir nichts mehr. Liegt da noch was rum? Nee, gell? Nee. Ah, doch, da hinten. Was war schon da für Muni? Ist das Explosion oder Brand? Vielleicht doch Schock. Brandmunition, sehr geil. So. Warte mal, kann man das irgendwie? Nee. Menschliche Überreste erkannt. Identifikation: Division Agents. Die Outcasts haben nie im Leben einen ganzen Trupp auf faire Weise erledigt. Das ist unmöglich. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Nee, Tasche, ja. Hier, schau, ich habe schon wieder Probleme. Hier, die Munition nachzufüllen. Hm. Bunker durchsuchen. Du sagst es. Upsi. Alter, da oben. Na? Ich ziel zu schlecht. Computer erkannt.
Gut. Durch den Computer können Sie Isaac mit Ihren Kommunikationssystemen synchronisieren. Hoffentlich kann unser Team antworten und sagen, wo Sie sind. Wir kriegen jetzt gleich Besuch, ne? Verbindung hergestellt. Hallo, hört mich wer? Hier spricht Manny Ortega von der Division. Manny? Gott sei Dank. Maya hier. Der Rest des Teams ist nicht mehr. Wir konnten den Knoten nicht online bringen. Ich habe einige Teile, die den Knoten des Weißen Hauses mit dem nationalen Netzwerk verbinden können. Aber vor meiner Rückkehr tauchten diese irren Arschlöcher auf. Sie müssen mich hier rausholen. Hier müsste doch das tragbare Gerät sein, oder? Da drüben liegt es, ich sehe schon. Auf dem Schreibtisch. Wie komme ich denn da hin? Ach so, jetzt hat. Mach's doch nicht so kompliziert. Schade, den haben wir jetzt nicht erwischt. Oder hätte man den erwischen können, den mit dem Flammenwerfer? Weil da stand einer mit dem Flammenwerfer und hat da gerade weiter gezündelt. Die Tür öffnet sich. Okay, das war's. Alter, das ist schon nicht ohne. Das ist nicht ohne. Hau ab! Alter, geh weg. Die ganzen... Elite Outcast neutralisiert. Okay. Das war jetzt bitter, Alter. Okay. Nachladen, nachladen, nachladen. Volle Konzentration. Nachladen. Boah, volle Konzentration, Digga. Mein Campus-Projekt ist bereit zur Fertigstellung, Agent. Das war, glaube ich, der Elite-Killer, der war Gold. Aber guter Schuss. Richtig gut. Wow, jetzt warte mal. Kann man hier noch was abstauben? Das sieht so interessant aus. Nee. Hab ich drauf geschossen. Wollte ich gar nicht. Elektronisches Gerät erkannt. Oh, hier hinten? Ja. Emily und das Ende. Ein Outcast fragt Emily, wann es enden wird. Wo soll das enden? Wo soll was enden? Das? Gar nicht. Niemals.
Sie kann sich nicht ewig verstecken. Ja, zu langsam. Ich wollte gerade einen Headshot geben. Ach, du dicke Sei. Waffenwechsel. Ja, zerfix. Sehr geil. Im Moment bin ich in Sicherheit, aber bitte beeilen Sie sich. Hilfe ist schon unterwegs, Maya. Warten Sie, bleiben Sie ruhig. Was waren das für Sprengungen? Hat der Goldjunge hier nichts liegen lassen? Nee. Was waren das jetzt für Sprengungen? Jetzt sind wir auf der anderen Seite, oder? Ja. Hier schon mal was? Granaten haben wir nicht geworfen, gell? Ist unter Tisch auch voll? Schon fast. Sprinkleranlage. Voll gut. Okay. Ein bisschen was halt, gell? Blutkram halt. Die Feuer löschen. Oh, ja, genau. Starke Wärmesignatur. Sprinkleranlage erkannt. Lösen Sie die Sprinkleranlage aus. Das sollte die Flammen löschen. Wo sind denn die? Hängen die hier auch irgendwo rum? Nichts, was sie gegen Feuer schützt. Da ist einer gewesen, hast du gesehen? Du Grattler. Mal, Maya, wo bist denn du? Das ist sie nicht. Menschlichkeit. Emily zwingt einen in ihre Outcast zur Konfrontation mit dem Mann, der seine Frau auf dem Gewissen hat. Nimm das Messer. Ich weiß nicht, ob ich das tun kann. Doch. Du kannst. Nimm es. Gut. Sehr gut. Hab keine Angst. Ich habe Angst. Das weiß ich. Und ich verstehe es. Du siehst diese unglückselige Kreatur und siehst ein menschliches Wesen. Und wie könntest du einem menschlichen Wesen Leid zufügen? Kennst du diesen Mann? Nein. Was hast du getan? Sag es ihm. Hab eine Frau getötet. Aus welchem Grund? Sie sollte zurücktreten. Sie hat nicht gehört. Was hast du dann getan? Ich schlug zu. Mit dem Gewehrkolben. Sie
schrie mich an, bespuckte mich mit Blut, also schlug ich nochmal zu, bis sie aufhörte zu schreien. Weil sie nicht auf dich gehört hat. Verdammt richtig. Verdammt richtig. Ihr Name war Vivian Harper. Nein. Du Mörder! Oh, bitter. Sehr bitter. Ah, sorry, jetzt wusste ich nicht, dass auch nochmal ein Spruch kommt. Oder eine Line. Mit Text. Von. Oh, ich bin noch. Wir sind es doch nur. Laut Radar wäre das ja. Laut Radar sehen wir nichts. Warnung, keine neue Station. Jetzt wird's interessant. Mit ihr sprechen? Gerade bin ich sicher, aber sie werden mich nicht in Ruhe lassen. Ich weiß nicht, was ich ihnen getan habe. Sie müssen sie aufhalten. Hat beide erwischt. Ja, blöd, wenn es mehrere sind. Maya, geh in Deckung. Oh, fuck. Ah, zu früh. Ja, auf den habe ich nicht mehr geachtet. Sie? Ah, da ist sie. Hat sich versteckt. Oh, nach Maya sehen. Wenn sie nicht rechtzeitig gekommen wären, wüsste nicht, was wir ohne sie oh, zum U-Bahn öffnen. Okay. Voll gut. Schöne Mission. Die hat mir jetzt echt gut gefallen. Da ist nix. Warte mal, was ist denn da hinten noch? Ah, das.
Eine Leiter. Nee, Leiter ist nicht, aber ein Regal. Oh, Regierungs. Ja, war super geil. Die hat mir jetzt gefallen, die Mission. Die war gut. Schönes Setting. Einsatz abgeschlossen. 12 SHD-Technologie bekommen. Und Stufenaufstieg. Yay. So. Ah, warte. Ich laufe hier zu schnell durch. Mal hier hinten noch eine Kiste. Aber eine Tasche, siehste. Voll gut, warte mal. Lass uns mal kurz den Behälter hier öffnen. Was hast du da drin? Cool. Die schaut auch schon cool aus, die Vector, gell? Muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ist auch geil. Wir haben jetzt schon wieder zu viele Waffen dabei. Ich dachte, wir haben geleert. Ich weiß es nicht mehr. Nehmen wir mal die. Da müssen wir wieder aufpassen mit dem Material, was wir verkaufen, zerlegen und eventuell spenden müssen. Ja, das ist schon gut. So, dann hier noch. Pistole. Da der Rucksack. Sehr schön. Voll geil. Zivilisten in Gefahr. So, Zivilisten in Gefahr. Kommen wir da direkt hin, ne? Sieht so aus. Jo. Kernherausforderung. Und noch. Ubisoft Levelaufstieg, sehr gut. So. Warte mal, Geiseln sind direkt über uns. Nehmen wir die noch mit, die Mission. Tippitoppi, ey. So gut. Sehr geil. Sich nähernde Feinde erkannt. Und wo kommen sie? Aus dem Eck, oder? Ja, sehr gut. Haben wir die Aufgabe jetzt eigentlich auch geschafft, ne? Mit Geisel reden. Outcast Kopfgeld. Ich war so gut wie tot. Danke für die Rettung. Information mit Details zu einem schweren Outcast Kopfgeldeinsatz sammeln und um mehr zu erfahren. Ja, das plündern wir jetzt halt einfach. Kopfgeldeinsatz. Ah, der ist schon verfügbar. Naja, jetzt müssen wir da auch schnell gehen. Wie weit ist denn der weg? 200, 300 Meter. Alter, hier nehme ich ja gleich alles mit. Ja klar, der ist hier hinter das. Ah, du. Boah, Alter. Oh.
Lebenszeichen bei Agent. Upsi. Getötet von... Neustart. Wir gehen Richtung Operationsbasis. So. Ja, hat leider nicht geklappt. Schade. War zu übermütig, weil ich genau in der Zange von diesen beiden Gangs gewesen bin. Mir wurde gesagt, wir stehen kurz davor, das Shade-Netzwerk zu reaktivieren. Sicherlich würden Sie gern dabei sein, um sicherzugehen, dass alles glatt läuft. Gehen Sie ruhig rein. Man wird im Kontrollraum auf Sie warten. Die Mission würde noch laufen. Alles klar, dann machen wir hier erstmal Folgenende. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Tom Clancy's Division 2. Ciao, macht's es gut.